Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt's wieder Strategie-Samstag und wir beschäftigen uns mit dem Springer. Ich werde euch erzählen, welche Eigenschaft der Springer hat und was einen guten Springer ausmacht. Und werde euch insbesondere 4 Regeln zum Springer vorstellen, damit ihr in Zukunft besser mit dem Springer spielt. Viel Spaß damit! Zunächst einmal halte ich mich bei dem Video wieder ein bisschen an Jeremy Zimmern. Unten verlinke ich die Bücher auch How to Reassess Your Chess. Für mich eins der besten Strategiebücher, die es gibt für, na, sagen wir, nicht ganz Anfänger, aber ein bisschen darüber hinaus, im Bereich Anfänger bis Fortgeschrittene und bis zu einem deutlich höheren Niveau auch, eins der besten und verständlichsten Strategiebücher. Schachstrategie, kompliziertes Thema und ich finde, Jeremy Zimmern macht das didaktisch hervorragend. Verlinke ich unten in Deutsch, Schach mit neuem Schwung, ziemlicher Wälzer, gibt auch, will ich nicht unkommentiert lassen, auch kritische Meinungen dazu, weil er eben manche Sachen sehr simplifiziert darstellt, aber es ist nun mal kompliziert, Schach. Und wenn man in jeder Stellung alle konkreten Dinge immer komplett erwähnen würde, dann könnte man keine einfachen Dinge mehr erklären. Dementsprechend absolut meine Empfehlung, Jeremy Zimmern, guckt unten rein, habe ich einen Link drin. Und dieser Herr Zimmern hat 4 Regeln zum Springer aufgestellt und die möchte ich euch hier mal vorstellen. Und zwar die erste Regel, ein Springer braucht gute Felder. Und hier sehen wir einen Springer, schon weit vorne im gegnerischen Lager, auf dem zentralen Feld. Was ist nun so ein gutes Springerfeld? Was zeichnet das aus? Also optimalerweise ist es ein starkes Feld von mir oder anders ein schwaches Feld vom Gegner. Und was ist ein schwaches Feld? Dieses Feld hier, das kann nicht mehr von einem Bauern angegriffen werden, weil ich hier keinen mehr habe als Schwarzer. Und deswegen kann dieser Springer da nie wieder vertrieben werden. Das macht dieses Feld zu einem guten Springerfeld. Und weiterhin ist dieser Springer auch noch gestützt durch einen Bauern. Das ist auch sehr nützlich. Beziehungsweise kann er auch durch einen Turm gedeckt werden in anderen Stellungen. In dieser Stellung wird er aber durch den Bauern gedeckt. Das heißt, er kann auch nie durch den König da vertrieben werden. Die genaue Definition von Zimmern ist eben, dass es ist entweder ein Feld, was nicht mehr gedeckt werden kann vom Bauer oder wenn es eben vom Bauern angegriffen wird, dann schwächt sich der Gegner damit. Und wichtig ist natürlich, dass dieses Feld schon im gegnerischen Lager sein sollte. Denn was hilft mir das, wenn ich ein Feld hier in meinem Lager hätte? Da tut der Springer nichts. Der Springer sollte möglichst weit im gegnerischen Lager sein. Und da bietet sich oft eben ein Feld auf der 5. oder 6. Reihe an. Also das ist die erste Regel. Und ihr sollt gerne auch wieder mitmachen. Und deswegen habe ich hier euch gleich mal eine Stellung mitgebracht, wo ihr das Ganze in der Praxis anwenden könnt. Und zwar ist das hier eine Stellung von Thal, der hier mit Weiß am Zug war. Und ich möchte euch einfach mal bitten, haltet gleich das Video an, sucht euch ein Feld, wo ihr gerne den Springer hinbringen würdet. Noch ist dieses Feld leider nicht verfügbar, aber ihr könnt es freikämpfen und könnt im Prinzip ein gutes Springerfeld erzeugen. Haltet das Video an und versucht mal den daraus folgenden weißen Zug zu finden. Ich werde es euch jetzt verraten. Und zwar wollen wir doch gerne wieder mit dem Springer nach E5. Das Problem ist hier noch der Bauer auf F6, der das Ganze deckt. Und deswegen wollen wir gerne diesen F6 loswerden. Und da bietet sich dann einfach der Zug G5 an. Und deswegen hier der beste weiße Zug. Erstens G5, auch gespielt von Thal. Und egal was Schwarz macht, entweder tauscht oder geht vorbei oder ich tausche, auf jeden Fall verschwindet dieser Bauer auf F6 und danach kann ich Springer E5 spielen. Und so könnt ihr eben auch schwache Felder, die wird euch der Gegner nicht immer anbieten, aber vielleicht habt ihr eine Chance, diese schwachen Felder euch selbst zu erkämpfen. Das ist die erste Regel. Springer brauchen gute Felder. Die zweite Regel sagt, Springer mögen geschlossene Stellungen. Was sind geschlossene Stellungen? Das sehen wir hier sehr gut. Wir haben hier viele Bauern, die einander so verkeilen. Und das heißt, es gibt hier im Zentrum keine offenen Linien. Es gibt hier kaum offene Diagonalen. Und das mögen die Springer. Warum? Die Springer haben Möglichkeiten, hier auf fast alle Felder, die ich zeige, irgendwie mal zu kommen.
C6. Ja, er kann C5 angreifen von B5 aus. Die Springer haben eigentlich die Möglichkeit, jedes Feld zu erreichen und können auch die Felderfarbe wechseln. Im Gegensatz zu dem Läufer, zum Beispiel dem hier oder dem, die haben halt kaum Möglichkeiten, irgendwas zu erreichen. Die sind hinter ihrer Bauernkette eingesperrt. Und das ist jetzt eben auch ein schönes Beispiel, auch gleichzeitig zu Läufern. Wir überlegen uns jetzt nämlich mal, was macht Weiß hier? Also, haben wir haben ja gerade schon gehört, Springer mögen geschlossene Stellungen. Die Sache ist noch, haben wir beide, sowohl Weiß als auch Schwarz, jeweils alle Leichtfiguren. Aber eine Idee ist es jetzt zu sagen, okay, wenn die Springer hier besser sind, würde ich doch gern einen meiner Läufer vielleicht gegen einen seiner Springer tauschen. Und wenn ich hier mir jetzt mal angucke, ich habe viele Bauern auf Weiß und das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil es eben geschlossen ist. Deswegen ist hier mein weißfeldriger Läufer eine schlechte Figur. Wenn nicht, schau dir nochmal das Video zu Läufern an. Und ein Plan eben bei schlechten Läufern ist abtauschen. Und deswegen, ja, ich habe jetzt hier schon viel vorweggenommen. Werdet ihr, auch wenn ihr das Video anhaltet, denke ich mal jetzt die nächsten weißen Züge finden oder den logischen Plan. Macht das gerne, haltet ihr das Video an und findet den weißen Plan. Ich habe natürlich, wie gesagt, eine Menge verraten. Ich verrate es euch jetzt. Läufer C2 ist hier eine sehr interessante Idee. Mit der Idee Läufer A4 und dann einen dieser Springer anzugreifen. Es kam Läufer A6, greift den C4 an. Läufer A4 geht auf diesen Springer drauf. Wenn jetzt hier Läufer C4 kommt, kann man durchaus machen. Was jetzt allerdings sehr stark ist, ist zum Beispiel Läufer C6, Turm B8. Jetzt gibt es hier verschiedene Manöver. Man kann jetzt erstmal zusehen, dass man hier seinen Springer rettet und A5 zum Beispiel. Es gibt jetzt hier verschiedene Züge. Letzten Endes ist das hier einfach ein Bauernopfer, was man spielt, dafür, dass man seinen Läufer aktiviert und dem Schwarzen hier nicht die Möglichkeit gibt, seinen Läufer abzutauschen. Schwarz spielt stattdessen Springer C5, sieht auch sehr logisch aus. Es folgt jetzt erstmal, bevor ich jetzt hier den Springer raustausche, Läufer C6. Ich aktiviere erstmal meinen Läufer, weil dieser Springer ist auch nicht so richtig gut. Der hat auch eher nur eine Möglichkeit und von F6 kommt er auch nicht weiter. Deswegen will ich den noch gar nicht jetzt abtauschen, nachdem ich meinen Läufer aktiviert habe. Läufer B7 und jetzt hat Weiß eine schöne Möglichkeit, um sich ein starkes Springerfeld zu machen. Und zwar tauscht er hier. Jetzt hängt der Läufer auf B7, der muss jetzt natürlich erstmal auf C6 zwischentauschen. Ich nehme da, Schwarz nimmt hier und jetzt habe ich durch dieses ganze Manöver mir ein starkes Springerfeld freigekämpft auf D5. Passt wieder gut zur Regel 1, Springer brauchen starke Felder und da geht er jetzt direkt rein. Ja, und hier dauert das jetzt Ganze nicht mehr so lange, die Partie. Ich unterstütze hier erstmal noch meinen Springer. Schwarz kann hier nicht so viel machen. Ich gehe in die H-Linie, gebe da noch einen Schach. Noch ein Schach, Turm A8. Und ja, wenn ihr wollt, sucht jetzt hier mal schon die entscheidende Taktik, wie man jetzt hier diese Stellung als Weißer gewinnt, wie man seinen Stellungsvorteil verwertet. Ansonsten zeige ich euch nochmal die nächsten Züge. Und zwar Dame E8, Springer F6. Das ist jetzt hier die Taktik. Also ich setze jetzt hier auf diese Springergabel, auf dieses Motiv, tausche das auf G8 raus, tausche auf E8 raus und jetzt nehme ich hier und als nächstes nehme ich die Dame und habe eine Mehrfigur. War jetzt natürlich ein ziemliches Idealbeispiel, wie man schnell dann das auch verwertet, aber tendenziell mögen Springer geschlossene Stellungen. Deswegen, wenn ihr Springer habt, versucht vielleicht die Stellung eher geschlossen zu halten oder wenn ihr eine geschlossene Stellung habt, könnt ihr auch vielleicht eure Läufer austauschen oder eben versuchen zu aktivieren. Wir kommen zur dritten Regel. Und zwar besagt die dritte Regel, dass der Springer die beste Blockadefigur ist. Was ist eine Blockadefigur? Weiß hat hier einen Freibauern und Freibauern sollten blockiert werden, weil die rennen sonst durch und blockieren tut man sie, indem man eine Figur davor stellt. Auch habe ich auch gewählt, zum Beispiel isolierte Bauern sollten blockiert werden. Denn wenn man ihn blockiert, dann kann dieser Bauer einfach nicht mehr vorgehen. Dann hat man ihn festgelegt und als Schwäche markiert. Und hier möchte man einfach den Bauern daran hindern, vorzulaufen. Und es gibt eben verschiedene Figuren, die man da hinstellen kann. In dieser Stellung natürlich nur den Springer.
Aber auch in anderen Stellungen ist der Springer die beste Figur. Wieso ist der Springer hier besser als zum Beispiel eine Dame? Der Springer kann von hier, da er eben springen kann, hat er immer noch eine Menge Möglichkeiten und schaut ins gegnerische Lager ein. Schaut euch mal zum Beispiel hier einen Läufer an. Ein Läufer wäre hier sehr blockiert. Eine Dame wäre hier auch sehr blockiert. Und die hat eigentlich bessere Aufgaben, als so einen Bauern zu blockieren. Deswegen Regel Nummer 3, der beste Blockeur ist immer der Springer. Und deswegen, ja, haltet das Video an. Versucht rauszufinden, was sollte Schwarz hier spielen. Ich verrate es euch, ich denke, nach der Vorrede wird das auch ziemlich einfach sein. Ich muss meinen Springer hier hinbringen. Deswegen Springer E8. Weiß spielt irgendwas, als nächstes spiele ich Springer D6. Und schon hat Weiß hier auch ein Problem, weil ich auch seine Bauern angreife. Und diesen C4, den kann er schon schlecht decken. Aber auch in anderen Stellungen, der Springer ist einfach ein guter Blockeur. Das war Regel Nummer 3. Regel Nummer 4, die spreche ich einfach nur ganz kurz an. Ein Springer ist im Endspiel gut, wenn es Bauern nur an einem Flügel gibt. Wenn nur hier nur diese Bauern hier sind, alle anderen nicht, dann ist ein Springer tendenziell dem Läufer manchmal überlegen, weil er eben flexibler an diesem Flügel ist. Ein Läufer hingegen hat Stärken, wenn es auf beiden Seiten Bauern gibt, weil da kann er seine Langschrittigkeit ausspielen. Möchte ich nur ganz kurz ansprechen, diese Regel. Denn die zu zeigen, darauf gehe ich nochmal in separaten Videos ein. Das ist jetzt doch ein bisschen ausführlicher und würde dieses Video sprengen. Ich möchte euch stattdessen noch was ganz anderes zu Springern zeigen, was ich einfach sehr praxisrelevant finde und einfach auch eine super Möglichkeit, um sich zu verbessern und gerade im Umgang mit Springern. Und zwar schaut euch mal diese Stellung an. Weiß am Zug und wir haben hier eine Stellung, die ich euch schon mal gezeigt habe, ist von Botvinnik. Da ging es auch um starke Felder. Was ich euch hier zeigen möchte, es gibt mit dem Springer eine tolle Methode, man kann es auch mit anderen Figuren machen, die Wunschfeldmethode. Man überlegt sich, wo würde denn mein Springer gerne hin? Man kann sich das auch mit Läufern überlegen natürlich, aber bei Springern ist das viel schöner, weil der Springer kann theoretisch überall hin. Der kann auf jedes Feld auf dem Brett. Ist nur die Frage, wie lange es dauert und ob er da wirklich hinkommt. Aber theoretisch kann er überall hin. Und das kann man manchmal nutzen und das machen wir jetzt zusammen mal in dieser Stellung. Lasst uns das mal machen und lasst uns mal zusammen überlegen, also haltet das Video an, wo hättet ihr den weißen Springer gerne? Und versucht mal daraus einen weißen Plan für die nächsten Züge abzuleiten. Und das ist nämlich das Tolle, also ich verrate es euch gleich. Das Tolle ist nämlich, dass diese Methode einem sofort auch oft einen Plan an die Hand gibt. Und zwar ist dieses Feld D6. Das ist natürlich ein super Feld hier. Springer brauchen gute Felder und das ist genau dieses Feld. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, wie kommen wir da hin? Aha, über C4. Das heißt, wir müssen nach C4 kommen. Und da, wenn wir das sehen, dann finden wir vielleicht die Route. Springer B1, Springer A3, Springer C4, Springer D6. Wichtig, ich sollte hier über A3 gehen und nicht über D2, weil sonst wird er rausgetauscht. Und das gebe ich euch einfach mal mit an die Hand in diesem Video mit Springern, dass ich eigentlich als den größten Praxistipp empfinde, dass man bei Springern einfach mal sich überlegt, wo sollte dieser Springer hin? Das geht natürlich vor allem in geschlossenen Stellungen. Diese Stellung ist geschlossen, da habe ich die Zeit, mir diese Gedanken zu machen. Wenn jetzt die Brettmitte offen ist, und ist da wirklich taktisch brennt, da habe ich mir keine Zeit zu überlegen, was mein Springer in den nächsten 5 Zügen macht. Aber in so geschlossenen Stellungen, wo jetzt hier einfach das Zentrum auch wieder geschlossen ist, es keine offenen Linien, keine offenen Diagonalen gibt, da habe ich die Zeit dazu. Also, ich empfehle euch, diese Methode mal zu testen. Und ansonsten empfehle ich euch, wie gesagt, auch dieses Silman-Buch. Wer sich einfach strategisch verbessern möchte und da gerne auch ein bisschen Zeit und Arbeit investieren möchte, kann ich das nur ans Herz legen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut. Tschüss, euer Schachbanda. Ciao.